den Limos und den SUVs. Sterne auf den Shirts, so exquisit. 5 Sterne Hotels oder Restaurants. Hey Leute, willkommen zum vorletzten Part von Mario Kart Wii Custom Tracks. Heute im Boomerang Cup mit Yoshi. Die erste Strecke ist noch eine Remake-Strecke und dann haben wir 3 wunderschöne neue Strecken, die alle sehr geil klingen. Autumn Forest, Heart of China und Black Rose Castle. Klingen auf jeden Fall alle sehr einladend. Und ich habe ja bisher noch kein großes Jahresrückblicksvideo angekündigt und ich habe auch noch nicht so wirklich... Ich weiß nicht, ob ich eins machen soll. Ich habe schon so grob ein paar Gedanken, möglicherweise so ein, was möchte ich 2017 alles erreichen oder was möchte ich 2017 verbessern. Aber ich möchte jetzt kein großes, die Top Games 2016 und ach, das gibt's mir zu oft. Das gibt's mir zu oft, das könnt ihr euch bei anderen angucken, das ist nicht so mein Ding. Aber ich möchte einfach mal diese Custom Tracks Folge jetzt mal nutzen, ne? Und einfach mit euch über meine 2, 3 Top Games 2016 reden. Es ist wirklich nicht sehr viel und auch wenn ich so, ich habe heute mit meinem Bruder da so ein bisschen drüber geredet, so was haben wir 2016 eigentlich gezockt und ich habe eigentlich wirklich fast nur altes Zeug gezockt. Ich glaube, ich habe 2016 fast auf kein einziges Game wirklich gefreut. Also ich habe auf keinen Release wirklich hingefiebert, aber den einen oder anderen, ja, Ausbruch nach oben gibt es dann doch und über die 2, 3 Games, die dieses Jahr erschienen sind und mich extrem gefesselt haben, über die möchte ich mit euch reden. Ich bin ja sowieso einer, ich zocke sehr, sehr wenig privat. Ich zocke das, was ich für YouTube zocke, das, was ich Let's Play zocke, das spiele ich, aber selten nehme ich mir Zeit für mich, für mich selber und spiele wirklich intensiv ein Spiel von Anfang bis Ende, egal ob es ein Singleplayer oder Multiplayer-Spiel ist. Das finde ich ja persönlich sehr schade, weil ich sehr gerne doch irgendwann mal Witcher 3 durchspielen würde. Ich würde sehr gerne mal das ein oder andere Rollenspiel einfach von Anfang bis Ende durchziehen. Aber irgendwie mache ich mir selber zu viel Druck. Ich denke immer, warum solltest du jetzt ein Einzelspielerspiel spielen? Du könntest auch irgendwie an deinem YouTube-Kanal arbeiten. Das ist so, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie die ganze... Sobald ich nicht produktiv bin, fühle ich mich irgendwie schlecht. Es fällt mir sehr schwer, mir wirklich bewusst Zeit für mich selber zu nehmen, einfach zum Runterkommen. Das ist keine gute Sache, das habe ich auch letztens wieder gemerkt, weil der liebe Kryptikon ein Video gemacht hat, in dem man darüber geredet hat, dass man ab und zu sich einfach mal Zeit für sich selber nehmen muss, um einfach auf andere Gedanken zu kommen. Das habe ich vor allem in der Zeit vor Weihnachten gemerkt, wo ich wirklich, ich sag mal, YouTube doch zurückgefahren habe und mich wirklich mal auf meine eigenen Dinge konzentriert habe. Das sind so Dinge, die ich 2017 ändern möchte, aber das ist was anderes. Also ich habe sehr wenig gezockt, vor allem privat. Alles, was ich gezockt habe, habe ich auf YouTube hochgeladen, aber... Ja, es gab die eine oder andere Sache, die ich sehr schön fand und ich denke, direkt am Anfang des Jahres schlagt mich, wenn es nicht mehr 2016 war, aber ich bin mir relativ sicher. Ich glaube, im Februar 2016 hatten wir Unravel und das war ein ganz, ganz tolles Spiel. Das Projekt war jetzt nichts Besonderes, weil das Spiel relativ neu war, das war auch irgendwo verständlich, aber Unravel war ein höchst emotionales Spiel und seit langem mal wieder ein, ja, PC-Spiel, von dem ich noch nie was gehört hatte, was ich mir einfach aus Interesse gekauft habe. Und was wirklich total toll war. Wenn ich noch mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mir die Zeit genommen, es zu 100% zu zocken. Aber es war einfach ein total harmonisches Spiel, was grafisch wunderschön aussah. Es hat sehr, sehr Spaß gemacht, die ganze Welt zu entdecken. War toll und vor allem wirklich höchst emotional. Tolle Soundtracks. Wirklich sehr selten, dass man heute von anderen Entwicklern als Nintendo noch, ja, eingängige Soundtracks hört. Also Unravel, auf jeden Fall ein Game, was mir sehr gefallen hat. Dann hatten wir eigentlich eine ziemlich lange Durststrecke. Eigentlich alle Games, die dieses Jahr rausgekommen sind, an denen ich Fun hatte, die kamen eigentlich alle erst bis Ende des Jahres raus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist eigentlich höchst interessant, aber ja. Color Splash, tolles Spiel. Leute fragen immer noch, wie es denn jetzt mit dem letzten Part aussieht. Ich möchte nicht zu viel sagen, aber ich glaube, ich werde das nicht schaffen. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich habe zu wenig Zeit privat zu zocken. Ich habe zu wenig Zeit, da ewig lang Color Splash zu farmen und irgendwelche Karten zu sammeln. Aber ändert nichts dran, dass ich höchst viel Spaß in dem Game hatte. Man konnte eine tolle Grafik genießen. Das Game war voller Jokes. Das Kampfsystem ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Die Story hatte eigentlich auch total viel Potenzial, die eigentlich erst so am Ende ein bisschen genutzt wurde. Aber... Trotzdem ein super Game. Viele, viele einzigartige Level.
ganz, ganz grandiose Ideen. Also auf jeden Fall ein Spiel, was mich sehr, sehr gut unterhalten hat. Auch natürlich Pokémon Mond oder überhaupt Pokémon Sonne Mond, die 7. Generation. Auch eine Generation, die, also ich muss sagen, eigentlich jedes Pokémon gefällt mir vom Design. Ich habe noch kein einziges gefunden, wo ich sage, boah, das Design finde ich irgendwie scheiße. Ich finde wirklich, sie haben die neuen Pokémon toll hinbekommen vom Design. Und ich bin ja mit Pokémon Mond noch gar nicht durch. Das muss ich jetzt dann irgendwann bald mal durchzocken. Wird es dann wieder in einigen Streams geben. Aber ich weiß nicht, vielleicht bis zum Ende des Urlaubs. Ich glaube, allzu lang geht das Game gar nicht mehr. Und bis dahin könnte ich das vielleicht durchgezockt haben. Aber auch Pokémon Mond war wirklich von Nintendo eine ganz, ganz tolle Sache. So. Und dann kommen wir noch zu einem Spiel, was ja eigentlich kein ja, besonders krasses Spiel jetzt ist, sage ich mal. Sondern eher, ja, ein Hack. Und zwar Super Mario 64 Last Impact. Dieser Hack, der mich in einigen Momenten wirklich enormst gefrustet hat. Aber er hat mich ein bisschen an ein altes Game erinnert, muss ich sagen. Er hat mich wirklich an ein altes Game erinnert, weil auch damals, als ich SM64 gezockt habe, weiß ich noch ganz genau, es gab Missionen, wie beispielsweise, wie siege den schnellen Pinguin auf der Rutsche. Ich habe die ums Verrecken nicht hinbekommen und ich bin ausgerastet und ich habe rumgeschrien, ich habe die Controller weggeworfen. Aber am Ende ist Super Mario 64 ein tolles Spiel und genauso ist es, glaube ich, bei Last Impact. Würde ich diesen Hack noch ein zweites Mal zocken? Der Frustfaktor wäre natürlich reduziert, aber das ganze Spielgefühl hat mich wirklich an damals erinnert. Wirklich tolle Welten, muss man wirklich sagen. Es gab natürlich das ein oder andere verbesserungswürdige Ding. Er hat, glaube ich, auch am Ende ein bisschen zugegeben, dass er das Bugfixing ein bisschen vernachlässigt hat, weil es Probleme mit seinen Beta-Testern gab. Ist mir jetzt eigentlich auch relativ egal. Ich hatte Spaß, es war ein wirklich tolles Projekt, außer so, ich sag mal, ich glaube 30 Parts hatte das Projekt circa so von Part 20 bis 25. War ich vielleicht ein bisschen weniger motiviert, aber vor allem die ersten 15 Parts, wo der Schwierigkeitsgrad noch nicht so hoch war, man die Welten so toll entdecken konnte, war das ein Spielgefühl, wie ich es seit langem bei einem Computerspiel nicht mehr hatte. Also Last Impact war ein wunderschöner Hack und ich freue mich, weitere Super Mario 64 Hacks mit euch zu spielen. Ja, das, also, auch wenn es kein offizielles Spiel jetzt von dem offiziellen Spielentwickler ist, sehe ich da Last Impact dazu, weil ich sehr viel Spaß mit dem Game hatte und es 2016 rausgekommen ist. Die Strecke war jetzt irgendwie wieder so mega Standard. Ich bewerte jetzt mal nicht, ich finde diese 5 Runden Strecken, finde ich einfach irgendwie immer so langweilig, ich weiß nicht, die möchte ich nicht bewerten. Heart of China klingt ja nämlich schon deutlich interessant. Uiuiui, schaut euch mal die Karte an. Das sieht ziemlich detailliert aus. Ja, und dann wären wir eigentlich auch schon fast wieder am Ende. Aber ein Game gibt's noch. Ohoho, ohoho, Herzen sind die alte Motten. Ein Game gibt's noch, was eigentlich auf diesem Kanal noch gar nicht vertreten ist und auch nur ganz kurz mal im 24-Stunden-Stream vorhanden war, was aber etwas geschafft hat, von dem ich nicht dachte, dass das nochmal möglich ist. Und zwar rede ich von Battlefield 1. Battlefield 1 ist mit Abstand der beste Shooter, den ich je gezockt habe. Ohne Witz. Also das vielleicht die Jüngeren unter euch, die jetzt keine Shooter, oder überhaupt einfach die Leute, die keine Shooter-Fans sind, die können es vielleicht nicht nachvollziehen. Aber Battlefield 1 ist der atmosphärischste, schönste und actiongeladenste Shooter, den ich je gezockt habe. Ich habe heute Morgen oder heute Vormittag besser gesagt schon wieder, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich denn gespielt, 1,5 Stunden und ich hatte so unfassbar viel Spaß. Ich finde das Game zum einen Teil sehr balanced. Mir ist bisher wirklich noch keine einzige Waffe aufgefallen oder keine einzige Klasse aufgefallen, wo ich sage, die ist overpowered. Vielleicht bin ich aber auch zu wenig in dem Game drin. Ich suchte das ja nicht stundenweise. Aber ich muss sagen, seit Modern Warfare 3 hat mich einfach kein Shooter mehr gefesselt. Aber vor allem die Soundkulisse und die Grafik in Battlefield 1 sind bombastisch. Also, man steht, ihr müsst, das ist ja hier im Ersten Weltkrieg angesetzt. Ihr müsst euch einfach vorstellen, man steht da einfach in irgendeinem schlammigen Schützengraben neben einem riesigen Patron von der Artillerie. Auf einmal fliegt ein Bomber über dich, wirft Napalm ab,
Panzer rollen auf dich zu. Du sitzt da als kleiner Sniper in deinem Graben und schießt irgendwie auf Soldaten, die dir entgegenkommen. Untermalt in einer unfassbaren Soundkulisse. Man hört alles. Es klingt alles so realistisch. Hat man ein einigermaßen gutes Headset, kann man sich so in diese Lage reinversetzen. Und ja, es ist... Also so ein Gefühl hatte ich noch nie bei einem Shooter. Aber auch ganz normale Team Deathmatch-Runden auf kleinen Maps sind einfach nur unfassbar fesselnd, weil sich die Waffen so gut anfühlen und es ist einfach nur wunderschön. Da ich jetzt ja auch einen besseren PC habe, wird dieses Game auf jeden Fall öfter gestreamt, das kann ich euch sagen. Auch wenn natürlich da auch die Zuschauerzahlen sich so bombastisch groß sein werden, sage ich mal, weil ja doch eher die Nintendo-Community vorhanden ist bei mir. Aber den einen oder anderen von euch interessiert es vielleicht ein bisschen. Ansonsten streame ich da halt so ein bisschen vor mich hin. Ich habe übrigens mal wieder keine Ahnung, wo ich langfahren muss. Hier ist eine Sackgasse. Hier ist jetzt nicht wirklich eine Sackgasse. Also, ich finde die Strecke hart unübersichtlich, wollte ich ja nochmal so gesagt haben. Okay. Also, mein Game of the Year ist Battlefield 1. Hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich ein Nicht-Nintendo-Spiel wird, was es mich begeistert, weil ich in letzter Zeit wirklich fast ausschließlich nur noch Nintendo-Games zocke. Aber dann kam wirklich Battlefield 1 in die Ecke und schon seit ich den ersten Trailer gesehen hatte, wusste ich, dieses Game wird mich fesseln. Und ja, das sind meine Games 2016, mit denen ich viel... mit denen ich viel Spaß hatte. Und an der Stelle würde ich jetzt einfach gerne wieder euch fragen, welches Game hat für euch 2016 am meisten Spaß gemacht? Ich weiß, ich habe jetzt hier bestimmt das eine oder andere ausgelassen. Manche Games habt ihr einfach nicht mitgespielt. Zum Beispiel Overwatch ist rausgekommen dieses Jahr. Zocken viele von euch sehr gerne, weiß ich. Das ist zum Beispiel ein Hype, der mich komplett trocken gelassen hat. Von dem habe ich einfach nichts mitbekommen. Auch zum Beispiel von der Strategiespielszene. Also, ich habe natürlich ein sehr eingeschränktes Bild. Ich habe wirklich sehr wenig gezockt. Aber... das, was ich gespielt habe, das habe ich hier aufgezählt und das hat mir alles sehr viel Spaß. Es gab kein Game, was ich mir gekauft habe, wo ich dann gesagt habe, das ist scheiße. Und diese Strecke gerade fand ich wirklich nicht gut. Die war hart unübersichtlich. Die Farben haben mir auch nicht gefallen auf der China-Strecke. 2,5 Pilze, 2,5 Giftpilze. So ein ausgeglichenes Verhältnis, aber nicht besonders hohe Quoten. Also fand ich nicht so toll. Mal schauen, ob Black Rose Castle das noch klären kann. Also, schreibt mir doch einfach mal euer Spiele-Highlight in die Kommentare. Entweder was noch nicht in meiner Liste ist, oder was ich auch hier schon aufgezählt hatte. Womit hattet ihr 2016 am meisten Spaß? Von Nintendo gab es ja nicht allzu viel. Da wird es ja hoffentlich 2017 umso besser mit der Switch, auf die ich mich schon enorm freue. Da werde ich natürlich auch viel davon let's playen, das kann ich euch sagen. Ja, das wird auf jeden Fall eine tolle Sache, aber ich glaube, Nintendo hat letztens auch auf Twitter geschrieben und auch der ein oder andere YouTuber, dem ich folge auf Twitter, auch wenn das nicht so viele sind, sie haben enorme Probleme, ihre Top 10 Listen für 2016 zu füllen, weil 2016 einfach schlicht und ergreifend zu wenig rauskam. Ich glaube, Caleb hat dann noch so Sachen wie Uncharted 4, Xenoblade Chronicles, was weiß ich alles genannt. Aber alles Sachen, die einfach mal richtig spurlos an mir vorbeiziehen. Und ich kann es einfach gar nicht mehr erwarten, bis 2017 kommt. Und ich hoffe, da Nintendo wieder richtig durchstarten wird. Natürlich hatten wir auch noch Pokémon Go und Mario Run. Da ist das Problem allerdings einfach nur, Mobile Games lassen mich wirklich komplett kalt. Also, das sind so Sachen, die ich halt gerne mal abends im Bett zockt, wenn mir langweilig ist, oder auf der Toilette. Aber Mobile Games sind für mich einfach keine richtigen Videospiele. Da bin ich vielleicht auch schon zu altbacken. Vielleicht ist es für die jüngere Generation unter euch ganz normal, dass sozusagen Handy-Apps einfach ganz normal zum Gaming gehören. Aber wenn ich einfach ein Mobile Game spiele und danach ein Konsolengame, dann liegen da einfach Welten dazwischen. Jetzt nicht nur aber vom Grafischen her, aber Mobile Games sind nie so aufgebaut, dass du einen Anfang und ein Ende hast und dass du auf ein Ziel hinarbeiten kannst, sondern Mobile Games haben meistens immer irgendwo so einen Endlos-Faktor drin. Die bauen die immer drauf auf, die Spieler möglichst lange zu binden, und das geht halt nur über irgendwelche Endlos-Sachen. Und sowas regt mich einfach auf. Wenn ich ein Spiel habe, dann möchte ich einfach irgendwann am Ende sagen können,
hey, ich habe es geschafft und ich hatte richtig viel Spaß. Aber jetzt kann ich es zur Seite legen. Ich habe alles gesehen und mich jetzt neuen Sachen widmen. Das funktioniert bei Apps eben nicht. Apps versuchen immer irgendwie zu trenden, immer aktuell zu bleiben. Und deswegen kommen Apps einfach nie zu einem Ende. Und deswegen bin ich kein Freund davon. Auch wenn Mario Run jetzt schon eher einem traditionellen Videospiel ähnelt als einer traditionellen App, sage ich mal. Ich habe einfach keine Lust, mich vor das iPad von meinem Dad zu setzen. Wobei jetzt ja Mario Run auch nur für Apple-Geräte rauskam. Ich setze mich lieber auf meinen PC oder auf meine Konsole und genieße einfach auf einem großen Bildschirm mit einem coolen Controller in der Hand. Da können für mich Mobile Games einfach nicht mithalten, weshalb ich die jetzt hier auch einfach nicht aufgezählt habe. Solltet ihr irgendwie Mobile-Fan sein und Pokémon Go oder Mario Run oder sonst irgendeine App, die 2016 rauskam, ist genau euer Ding, dann könnt ihr es natürlich auch gerne schreiben, aber habt da bitte Verständnis für, dass das einfach nicht mein Interessensgebiet ist, weshalb das auch nicht in dieser Liste aufgetaucht ist. So, jetzt muss ich aber auch zur Vervollständigung auch sagen, das ist alles meine Meinung und mal eure Meinung kann von meiner abweichen, bitte respektiert die, bla bla bla. Ich denke, bei dieser Community ist das nicht notwendig. Ich denke, ihr wisst, wie ich ticke. Ich denke, ich weiß, dass jeder von euch meine Meinung respektiert und ich respektiere eure. Und ich denke, wir können auch eine konstruktive Diskussion unter diesem Video führen. Freunde, das war's mit Custom Tracks für heute. Schnell ging's vorbei. Beim letzten Mal wird es noch eine kurze Abschlussfolge geben. Ich werde nochmal kurz das Projekt Revue passieren lassen. Und dann sind wir eigentlich mit diesem Projekt am Ende. Viele von euch haben nach Custom Tracks Worldwide gefragt, also nach einem Online-Mode. Part. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das interessiert mich sehr wenig. Hab da jetzt eigentlich keine Lust, noch Online-Parts zu machen. Dafür habe ich Mario Kart 8 online. Das macht mir saumäßig Spaß. Sorry an alle, die es vielleicht wollten, aber das reizt mich einfach nicht so. Da fehlt mir persönlich ein bisschen der Spaß, weshalb der Reiz für mich bei Custom Tracks war einfach, die neuen Strecken zu sehen und mit dem nächsten Part habe ich alle Strecken gesehen. Sollte mal wieder ein Update rauskommen, dann informiert mich da bitte, dann können wir da natürlich noch ein Update-Let's Play machen, sozusagen noch ein paar Parts hier dann ranhängen, dass da wieder alle Strecken drin sind, aber ansonsten ist es dann ab dem nächsten Part vorbei. Freunde, vielen Dank, dass ihr mir heute wieder zugehört habt. Schreibt mir gerne jetzt eure Meinung zu den Spielen in die Kommentare und schreibt ihr beim nächsten Mal wieder ein. Euer Hübi, haut rein!